Erstmal also üblich, dass die Trainer an der Seitenauslinie durchdrehen. Und solange das auch alles so dann in der nächsten Minute wieder vergessen ist, dann ist das auch nicht so problematisch. Wir haben solche Spieler, da ist 5 Minuten zu viel Training oder rumgejammer. Wir stören nicht so ängstlich. Komm, Papa. Ja, ich meine, da ist so eine Kommunikationsform dabei, da wirklich, also die kannst du ja auch mit nach Hause nehmen, ne? Also da kannst du richtig was von lernen und wie gesagt, der hat auch Sprüche dabei, die sind einfach sensationell, da schmeißen wir uns dann öfters auch mal unterm Tisch. Die rauchen sich auch schon, die rauchen, saufen, horen, die machen alles. Gehen früh um 6 ins Bett, am nächsten Tag ein Spiel. Das ist auch schon wieder so eine Frage, die mich nervt. Aber die, Sie brauchen auch nie eine Frage dazu stellen, weil ich dazu mich nicht äußere. Das habe ich Ihnen gerade gesagt. Wissen Sie, ich hab jetzt seit einer Viertelstunde Kopfschmerzen. Also mir ist das jetzt alles scheißegal. Aber wenn wir unten anfangen mit 15, 16, 17 Jahren, die schon eine Einstellung haben zum Leistungssport, wie in Nutten von St. Pauli, da hören wir da. Die Deutschen sind, wenn ich das gestrige Spiel betrachte, faul. Ich bin fertig. Danke, Ede.